Schöne Zeit kommt. Und ich hoffe, dass wir ein paar schöne Stunden jetzt haben, wenn es eine 3-4 sind, dass wir in die Adventszeit so langsam hineingehen. Es ist ja so allerhand draußen rum los. Vergessen wir heute alles. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, eine schöne Adventszeit, eine schöne Weihnachtszeit und bleibt alle gesund. Das sieht in den nächsten Tagen schlecht aus. Ihr müsst weiter Fahrten machen. Ich tue euch jetzt mal noch eine kleine Weihnachtsgeschichte vorlesen. Dann trinken wir Kaffee. Da holt ihr euch nachher auch noch drei weihnachtliche Wörter. Ich möchte vor allem begrüßen die Frau Scharschmidt von Saalfeld, von der Seniorenbetreuung, wie auch immer. Ja. Die Agatha aus Neuhaus, die Christina, die kennt ihr ja alle, oder viele kennen sie. Und dann Bürgermeister Holger Koch, natürlich, dann reifen wir halt nicht so sehr und die haben allerhand Zeiten hinter sich. Und wünsche einen schönen Nachmittag und wir müssen dann Nachmittag, denke ich, gut rübergehen. Noch dann trinken wir jetzt einen Kaffee und dann machen wir noch eine kleine Überraschung. Und ich muss auch sagen, so 4:45 rum, da stand drauf der Mädelschor aus Meura. Aber ich muss sagen, die kommen erst so 4:45, weil noch viele davon berufstätig sind. Und das Waffen zieht sich das halt ein bisschen nach hinten. Und der Uwe wollte eigentlich auch kommen, aber heute noch Termine. Ihr wisst ja, welches Thema aktuell ist, Krankenhaus. Er ist jetzt wieder involviert, um Gespräche zu führen. Soll auf jeden Fall die besten Weihnachts- und Adventsgrüße von ihm ausrichten. Und wir sollen uns gefallen lassen. Er hat auch noch eine Kiste Getränke mitgebracht, die können wir uns auch gerne zugute führen. Und ansonsten lasst es euch schmecken und wünsche schönen Nachmittag. Einen schönen guten Abend hier im schönen. Von der Meile bis in die Licht ist es ja nicht weit. Und wir freuen uns. Wenn die Straße breit ist. Wir freuen uns, dass wir die Einladung bekommen haben. Für alle die, die uns noch nicht kennen, wir sind die 4xM. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was 4xM bedeutet. Mayrische, weil wir aus der Mayre kommen. Mädels, mit Mann. Und wenn wir das alles so jetzt auf so ein riesen Plakat schreiben müssen, haben wir uns gedacht, wir kürzen einfach ab. Und es gefällt uns sehr gut, weil wir uns ja auch verjüngt haben. Und naja, so sind wir halt dabei geblieben. Die letzten, wie viele Jahre? Was? 10 vielleicht schon? Ja, könnte sein. Gell? Und hatten bis jetzt eigentlich viel Spaß. Aber ich will jetzt nicht so lange labern. Wir sind ja jetzt hier, um euch zu belustigen. Zu bespaßen und zu erfreuen. Genau. Und mit unserem kleinen Programm
durch die Welt, möchten wir jetzt beginnen. Ich muss mich aber erstmal noch kurz in Scheide werfen. Was? Damit er auch merkt, dass wir es ernst meinen. Und wir beginnen natürlich mit einem schönen Lied bei uns als Mäurer. Du darfst, Maestro. Da fahren wir noch ein neues Michel. Das ist mir zu langweilig. Wo wollen wir noch hin? Frankreich. Und nach Frankreich kommen wir vielleicht später. Was ist denn noch in der Nachbarschaft? Nach Polen. Polen. Kommt doch mit nach Polen. Da gibt es nämlich auch ein schönes Lied. Kennt ihr das? Den Troll schmeckt sehen. In einem Bodenstädtchen, da lebte einst ein Mädchen.
Spaghettifresser. Wollen wir mal sehen, ob es was anzubieten hat.
Halt! Halt! Ich will nicht mehr hier bleiben. Was? Nein! Nein! Mir ist es hier einfach warm. Das will ich nicht. Ich will jetzt mal nach Frankreich. Nach Frankreich bei die schöne Eiffeltür. Bei die Scheiße-Lysée. Oder aber ich glaube, ich brauche dazu eine Mademoiselle. Und ich habe mir meine Mademoiselle mitgebracht. Ich bitte Applaus für unsere Jacqueline! So, meine liebe Jacqueline, wir sind extra in Frankreich gelandet. Und ich bin Malere. Ich bin schon ewig lange Zeit in Malere. Muss mich jetzt auch bemühen, etwas Deutsch zu sprechen. Aber wenn es nicht immer funktioniert, bitte entschuldigen Sie. Ich bin Maler. Ich male aber nicht mit Farbe. Ich male mit Menschen. Und deswegen bitte ich alle Menschen hier im Raum, auch mir tatkräftig und meiner Assistentin zu helfen, dass das alles wunderbar funktioniert. Shelly, als eigentlich bräuchte ich jetzt für mein erstes Bild einen Mann. Einen schönen Mann. Schöner Mann. Suchst du mir einen schönen Mann raus? Einen schönen Mann. Einen schönen Mann. Bitte einen schönen Mann. Oh, ich sehe schon. Dieser schöne Mann möchte bitte auch nach vorne kommen. Gibt es Freiwillige? Meine schöne Mann. Es steht nicht gut zur Auswahl. Kommen Sie bitte, junger Mann. Danke. Ich bin körperlich leicht. Ja, Sie brauchen, dann stehen Sie nur auf dem Tisch. Einfach nur aufstehen, ist nicht schlimm. Sie brauchen auch gar nichts Schlimmes machen. Nur aufstehen. Das ist schon schlimm genug. Aber das ist gut für die Rücken. Die, wenn Sie nach Sie sitzen, ist nicht gut. So, die geben bitte einmal in die rechte Hand. Und eine in die linke Hand, bitte. Du musst ihm deinen Stock geben. Junger Mann, nein, er braucht ja keinen. Das ist sehr schön. Sollen Sie lächeln kurz? Die Dame an, die Jacqueline. Sie entschuldigen bitte für den Rücken. Aber dieses Bild heißt Der Armleuchter. Applaus! Dankeschön, junger Mann. Jacqueline, für mein nächstes Bild brauche ich. Ach ja, eigentlich brauche ich zwei Männer. Schon wieder? Zwei Männer und eine Dame. Zwei Männer und eine Dame. Guck mal, da sitzt ein junger Mann noch. Und dieser junge Mann noch? Da hat er so einen Kaffee in der Hand. Dieser junge Mann mit der Brille, der mich nicht anschaut? Dieser junge Mann, der hat den Telefon. Genau. Junger Mann, hallo? Ja, komm, du kannst mal rein. Komm, Schatz, wir haben ja noch einen jungen Mann. Komm mal rein, ja. Eine schöne Dame. So, einmal tun wir bitte festhalten. In die rechte Hand und in die linke Hand. Schön spannen. Einmal hier festhalten. Und noch eine schöne Dame. Einmal hier festhalten. Aber eine freiwillige schöne Dame. Ja, vorne ist noch eine ganz hübsche. Und schön hochhalten, bitte, mein Herr. Schön hochhalten. Und jetzt schnell eine Dame. Sie stellen sich bitte hier darunter. So, jetzt machen Sie bitte noch ein sehr schönes Gesicht. Wie werde ich dieses Bild nennen? Das überspannte Frauenzimmer. Guten Applaus, danke schön. Junger Mann, Sie müssen jetzt noch einmal da bleiben, weil die anderen sind alle nicht so flexibel, wie ich mir das wünsche. Also der junge Mann ist erst... Den habe ich gerade aufgelöst. Also, Jacqueline, würdest du bitte diesen jungen Mann an diese Tür bringen? Ja. Könntest du an die Tür stellen? An die Tür stellen, bitte. Zeigen Sie mir bitte nochmal Ihre Zunge. Weiter raus. Gut. Also, meine lieben Gäste. Jacqueline, du lässt jetzt diesen Mann mal bitte an der netten Tür lecken. Oder einmal an der Tür lecken. Und meine Damen und Herren, wie dieses Bild heißt, die Lektüre. So schnell geht das. Dankeschön.
meine Lieben. Auf Wiedersehen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe noch was. Aber das ist immer mit Männern. Nur mit Männern. Und hier sind so viele Frauen. Was machen wir da? Also, ich brauche nämlich nur noch eine Dame. Und ich habe hier ein wunderschönes Buch. Bitte dieses Buch einmal aufklappen. Dieses Buch einmal nach unten legen. Bitte nach unten mit der Schrift nach unten. In die Mitte. Ich brauche eine Dame. Eine schöne Dame, die gut bei Fuß ist. Jetzt noch einmal? Ja. Mit Applaus für die Dame, die schon gefallen ist. Ich bitte darum. Bitte Dame stellen Sie sich auf das Buch. Bitte für sich, dass Sie nicht runterfallen. Was denken Sie, wie das Lied heißt? Früher hätte es gehießen, ein Esel, wie es im Buche steht. Aber nein, es ist eine Eselin, wie es im Buche steht. So, Jacqueline. Jetzt brauche ich fünf Damen. Fünf Damen, das ist fünf. Okay, Stück. Jetzt gehe ich mal hier in die stille Ecke. Eine Dame fünf von Damen, hier. Bitte, und nicht so. Die brauchen sich gar nicht umdrehen da hinten, junge Frau. Die Dame, bitte, sind, kommen Sie gleich bitte nach vorne. Kommen Sie und bitte in eine Reihe aufstellen. Kommen Sie alle. Sie auch, kommen Sie, gucken so schön. Kommen Sie. Sie, junge Dame, Sie kommen bitte auch noch mit hier in eine Reihe stellen. Das ist so schön an der Wand. 1, 2, 3, 4, noch eine Dame, bitte. Ja, wunderbar, Applaus für die Dame. Ja. So, bitte nochmal alle schön hinstellen. Sie machen bitte ein schönes Gesicht. Schauen Ihre Gäste an. Jeder guckt den Gast an. Jeder einzelne Gast wird kurz begrüßt. Und jetzt klatschen die Dame bitte in die Hände. Und Sie wissen, wie dieses Spiel heißt. Die Klatschweiber! Ich bedanke mich! Ach ja, Jacqueline, was ist, wollen wir noch? Wollen wir noch ein Bild machen? Ich brauche zwei ältere Herren. Wenn ich zu den jungen Mann da? Okay. Und in der Mitte, wo ist noch ein junger Mann? Den jungen Mann! Und den junger Mann, bitte Sie noch mal bitte. Einmal mit nach vorne. Das ist nicht schlimm. Und jetzt brauche ich zwei junge Damen. Ich bitte aus unserer Gruppe zwei. Ja, die Kameramann bitte nach vorne. Und zwei Damen, zwei junge Damen aus unserer Gruppe, bitte. Sie dürfen sitzen bleiben. Oder wenn Sie noch auf Toilette müssen, dürfen Sie. Ich brauche den Kameramann. Sie kommen bitte mit mir, ich brauche es einmal kurz. Das kann von alleine stehen. Warte, ich sag, das ist gut. Ach so. Ich wollte nur zwei junge Damen. Aber wenn sie bitte, dann kommt es noch mit. Ja, nicht so schlimm. So, Frau Jacqueline, du musst bitte in die Mitte. So, bitte einmal festhalten in die Arme. So. Und jetzt schunkeln wir alle einmal nach rechts und einmal nach links und einmal nach rechts und einmal nach links. Was denken Sie, wie dieses Bild heißt? Schlägt doch mal. Gruppensex im Altersheim. Ja, ihr Lieben, eigentlich bräuchte ich jetzt bitte ein letztes Bild, bevor ich auseinandergehe mit euch. Es wird mir hier sehr heiß, weil jetzt so viele schicke Frauen. Aber es gibt ja auch keine Männer mehr in Frankreich. Ich weiß nicht, was los ist. Ich bräuchte jetzt bitte nochmal einen Mann. Komm, geh du mich vor. Komm, geh du mich vor. Eine Dame, den hatte ich noch nicht. Komm du, nein, komm du hast bestellt. Ja, vielleicht. Du musst jetzt sagen, du stellst dich vor den Herren. Vor den Herren. Mit dem Gesicht zum Publikum. Heiko, du fährst der Dame bitte in die Hüfte. Sie nehmen die Arme bitte auf die Seite. Und ihr bleibt bitte stehen. Ja. Und macht ein ganz erschrockenes Gesicht. Oh, wisst ihr, wie dieses Bild heißt? Der Untergang der Titanic. Stehen bleiben. Und mein allerletztes Bild. Renate,
Kannst du da mal bei deinem Mann klimpern? Du hältst mir nochmal die Dame fest. Was mein Nachbar denn besser denn? Und ihr macht bitte nochmal ein erschrockenes Gesicht und versucht wegzugehen. Und ihr wisst, wie dieses Bild heißt? Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Auf Wiedersehen. Applaus. Ja, ihr Lieben, es war in Frankreich sehr schön, sehr aufregend, aber ich glaube, jetzt muss ich mal trotzdem ein bisschen die Wärme, weil in Frankreich ist es arschkalt gewesen, trotz der heißen Frauen. Und ich glaube, ich höre hier schon was in der Ferne, so ein leises, hört ihr das auch? Oh. Vater und Sohn, sie wollen verreisen. Der Vater rennt, der Sohn da brüllt, der Zug fährt ein, total überfüllt. Mein Sohn, was schreist du so sehr? Mein Vater, kein Trittbrett ist leer. Sei ruhig, wir klettern aufs Wagendach, dort bleiben wir munter und wach. Mein Vater, bist du denn doof? Denkst du nicht an den Tunnel in Oberhof? mein Sohn, ich weiß es ja auch. Wir legen uns einfach flach auf den Bauch. Oh Vater, der Sohn wird verlegen. Denk an den Braunkohlefunkenregen. Sei ruhig, mein Sohn, und stör dich nicht dran. Wir haben ja Konsum Igelitmäntel an. Der Zug fährt ein, der Zug fährt los. Sein Tempo ist klein, sein Tempo ist groß. Und was in Dublin vom Wagen, was man in Dublin vom Wagen da holt, sind Vater und Sohn total verkohlt. Aber wir sind ja nicht auf dem Wagen da gereist, wir sind in First Class bis nach Dublin gefahren. In Dublin, the seven girls are so pretty. I've just set my eyes on sweet Molly Malone. And she feels
Ja.
keine herkömmlichen Weihnachtslieder, die für jeden bekannt sind. Weil das wird ja irgendwann langweilig. Klar, für euch ist es schön, ihr könnt mitsingen. Aber wir haben uns mal was rausgesucht, was nicht jeder kennt. Was ist vom Fenster? Meistens schon. Na los, wackel dich aus. Draußen vom Fenster die Glocken im Wind. Ich möchte gern daheim sein, wär gern wieder Kind. Möcht Großvater zuhören, wie er Geschichten erzählt. Und Christkind, das er fliegt vom Himmel auf Erden. Ja, Weihnacht, wie es früher war, hat Christbaum den Krippel und Stern, ja, das sind die Sorgen. Ja, Weihnacht ist früher war, so friedlich, so wunderbar, so selig, so froh, das wünsch ich mir so. Am heiligen Abend waren wir beieinander, mit Vater und Mutter im festlichen Gewand. Da hat grüne Stübe erhörte Helfleut. Der war voller Wunder, war für uns bereit. Ja, Weihnacht ist früher war, am Christbaum mit Engelhaar, mit der Krippe am Stern. Dazu. Und da will ich euch mal noch kurz was erzählen, was mir ein junger Mann erzählt hat. Es war einmal ein junger Mann, der in die Stadt ging, um ein Weihnachtsgeschenk für seine neue Freundin zu erwerben. Da die beiden noch nicht lange zusammen waren, beschloss er, nach reiflicher Überlegung, ihr ein paar Handschuhe zu kaufen. Ein romantisches, aber doch nicht zu persönliches Geschenk. In Begleitung der jüngeren Schwester der Freundin ging er zu Mark und Spencer, das ist irgendwo in Erfurt, keine Ahnung, und erstand ein paar weiße Handschuhe. Und die Schwester kaufte sich ein Unterhöschen ein. Beim Einpacken vertauschte jedoch die Verkäuferin aus Versehen die Sachen. So bekam die Schwester die Handschuhe eingepackt und der junge Mann bekam unwissend das Paket mit den Höschen. Das er auf dem Rückweg zur Post brachte und mit einem kleinen Briefchen an seine Liebste verschickte. Mein Schatz, ich habe mich für dieses Geschenk entschieden, da ich festgestellt habe, dass du keinen trägst. Und wenn wir abends zusammen ausgehen, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich mir für die langen, hätte ich mich für die langen mit den Knöpfen entschieden. Aber deine Schwester meinte, die kurzen wären besser. Sie trägt sie auch und man kriegt sie leichter aus. Ich weiß, dass es eine ziemlich empfindliche Farbe ist. Aber die Dame, bei der ich sie gekauft habe, zeigte mir ihre. Die sie nun schon seit 3 Wochen trägt. Und sie waren überhaupt nicht schmutzig. Ich bat sie, deine für mich anzuprobieren.
Und die sah echt klasse darin aus. Ich wünschte, ich könnte sie dir beim ersten Mal anziehen. Aber ich denke, bis wir uns wiedersehen, werden sie mit einer Menge anderer Hände in Berührung gekommen sein. Wenn du sie ausziehst, vergiss nicht, kurz hineinzublasen, bevor du sie weglegst, da sie wahrscheinlich ein bisschen feucht vom Tragen sein werden. Ich denke daran, wie oft ich sie in deinem kommenden Lebensjahr küssen werde. Ich hoffe, du wirst sie bis Freitagabend für mich tragen. In Liebe. PS, der letzte Schrei ist es, sie etwas hochzukrempeln, sodass der Pelz rauskommt. Naja, aber du bist noch mit den verschweigsten Sachen. Ich glaube, ich höre da hinten ein kleines Glöcklein klingeln. Oder? Hört ihr das auch? Ja. Bye.
ganzen Weihnachtsgedöns kommt ja erst noch der Advent. Ja? Und da möchte ich erst euch auch gern noch erzählen, was in so manch Försternhäusern passiert. Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken, Schneeflöckchen leise herniedersinken. Auf Edeltänleins grünen Wipfeln läuft sich ein kleiner weißer Zipfel. Und dort vom Fenster her durchbricht den dunklen Tann ein warmes Licht. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht. Es war ihr bei des Heimes Pflege seit langer Zeit schon sehr im Wege. So kam sie mit sich überein, am Niklasabend muss es sein. Und als das Rehlein ging zur Ruhe, das Häslein tat die Augen zu, erlegte sie direkt von vorn den Gatten über Kim und Korn. Vom Knall geweckt rümpft nur der Hase zwei, drei, viermal seine Schnuppernase und ruht weiter süß im Dunkeln, dabei die Sternlein vertraulich funkeln. Und in der guten Stube drinnen, da läuft des Försters Blut von innen. Nun müsst die Försterin sich eilen, den Gatten sauber zu zerteilen. Schnell hat sie ihn bis auf die Knochen nach Weidmanns Sitte aufgebrochen. Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied, was der Gemahl bisher vermied, behält ein Teil des Filets zurück als festtägliches Bratenstück und packt zum Schluss, es geht auf vier, die Reste in Geschenkpapier. Da tönt von fern wie Silberschellen, im Dorfe hört man Hunde bellen. Wer ist, der in so tiefer Nacht im Schnee noch seine Runde macht? Knecht Rupprecht kommt mit goldenen Schlitten auf einem Hirsch herangeritten. Hey, gute Frau, habt ihr noch Sachen, die armen Menschen Freude machen? Des Försters Haus ist tief verschneit, doch seine Frau steht schon bereit. Die sechs Pakete, heiliger Mann, ist alles, was ich geben kann. Die Silberschellen klingen leis, Knecht Rupprecht macht sich auf die Reis. Im Försterhaus die Kerze brennt, ein Sternlein blinkt, es ist Advent. Ja, das ist immer versteckt. Man muss ja immer mal was Neues bringen. So, mit unserem letzten Lied, ihr Damen und Herren, der drei Herren, möchten wir uns verabschieden. Ich hoffe, unser Programm hat euch ein bisschen gefallen. Aber ich möchte nicht verpassen, noch meine ganze Schar vorzustellen. Ja? Das ist die Frau Sassi. Aus der Meire. Die arbeitet in Schmiedefeld im Kindergarten. Die Alida. Ganz hier hinten, so klein versteckt, das ist unsere Birgit. Das ist die Schwester von der Alida. Die Dame, mit der ich vorhin getanzt habe, ist die Mandy, das ist die Tochter. Von mir. Also wir sind fast eine Familie. Ja. Ja. So, weiter vorne. Simone. Ist unsere Simone. Die haben sie uns rangezogen als Rohrbach. Weil es in der Meire nicht mehr so viele sandfähige Mädels gibt. Okay. Nein, ist unsere Franzi. Ist auch eine Dagelaufene. Hat sich auch gut eingefügt. Ja, weiterhin in der Ecke die nette Jacqueline. Sie heißt wirklich Jacqueline. Und ist aus den Erzgebirge über Berlin nach Meurer geschwappt. Also haben wir es uns auch zugezogen. Von der Dame ist aus Reichmannsdorf die Rosi. Kennt ihr bestimmt? Habt ihr alle schon mal gesehen? Die Dame hier vorne in klein, auch das Beste reduziert, ist meine Mutti, die Erika. Dahinter ist meine Tante, dass wir der Familie wieder etwas näher sind. Die Angela oder auch die Geli für uns. Und vorne der junge Mann. Das ist der schwache Cousin, das ist nämlich der Heiko. So, dann hoffe ich euch, hat es gefallen. Wir wünschen euch eine sehr schöne Adventszeit, eine besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt alle gut rüber und vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal irgendwo wieder. Und
zerbrechlich, brauchen Schutz, Geborgenheit. Schenke Liebe, schenke Zeit, dass nicht nur zur Weihnachtszeit Liebe, die für immer bleibt, und nicht nur zur Weihnachtszeit. 100.000 Friedenslichter werden in den Frost besiegt. 100.000 Kinderherzen wünschen nur, dass man sie liebt. Wem erzählen sie ihre Sorgen? Wer wischt ihre Tränen fort? Wer hört ihren stummen Schrei, dass die Kinder nicht allein? Schenke Glück, Zufriedenheit, dass nicht nur zur Weihnachtszeit. 100.000 Friedenslichter leuchten durch die Dunkelheit. Kinder sehen die Welt von morgen, brauchen Mut zur Menschlichkeit. Sieh die Welt mit Kinderaugen, du entdeckst, was in dir träumt. Einmal nur ein Kind noch sein und nicht nur zur Weihnachtszeit. Kinder dürfen Kinder sein und nicht nur zur Weihnachtszeit. Sieh die Welt mit Kinderaugen, du entdeckst, was in dir träumt. Einmal nur ein Kind noch sein und nicht nur zur Weihnachtszeit. Kinder dürfen Kinder sein und nicht nur zur Weihnachtszeit. Jawohl. Ich sprach jetzt den Namen aller, ich möchte mich recht herzlich bedanken. Ich denke, das war ein sehr schöner Abend. Ich sage jetzt immer, ihr habt zwar nicht so weit nach Sölfeld, wir haben es jetzt so weiter. Ja. 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 Ich bedanke mich, dass du uns sehr schön geordnet hast. Ja. Freuen uns sehr. Ich möchte mich auch bedanken bei 4M. Der Meurer und international und Matthias von mir her und Verwandten, Tanzen, Cousinen, alles Mögliche. Es war wirklich sehr lustig, sehr schön. Und unser Projekt STEM freut sich, dann könnt ihr das finanzieren, für alle in die Lichte kleine Freude machen. Und ich wünsche Ihnen auch eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit. Einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen vielleicht wieder im nächstes Jahr. Ja. Noch etwas. Vielen lieben Dank bei Vorsitzenden von Ortsverein Lichte, Frau Schmidt, für die ganze Organisation. Für schöne Kuchen, Getränke und kleine Geschenke, die wir bekommen. Und das ganze Team eigentlich vom Ortsverein auch. Vielen Dank. Ich denke, weil es so schön war und die Mayrische, die haben so ein schönes Maira-Lied, denke ich, wir müssen das vielleicht noch als Zugabe machen. Ich weiß nicht, ob das schon alle kennt. Was? Also wir haben ein mayrisches Lied, das nämlich unsere Hymne. Okay. Das stand vor Jahren. Das, das genau. Glaub mal, noch gut. Hat Kindtext. Gut vorbereitet immer. Aber das wird ja sonst langweilig. Wenn alles so.
Das werden wir merken. Okay. Wenn das falsch ist, dann halt einfach schon. Inmitten der Schönheit eurer Lied, da fand da viele lieblich sich blüht, unten am Anger die Linde blüht, in segelndem Fluge die Schwalbe sieht, murmelnde Wäsche, rauschende Wälder, blühende Wiesen, wogende Fälle. Brüllen der Rinder, der Hähne kräht, bringt hinauf zu dem waldigen Höhn. Jubeln die Lerche, ihr Liedchen singt, zum Himmel sich Brille Hand aufwärts schwingt. Murmelnde Wäsche, rauschende Wälder, blühende Wiesen, liebliche Täler, bewaldete Höhen, Moira, mein Moira, wie bist du so schön? Der eiserne Flug durchzieht das Land, der Bauer führt ihn mit sicherer Hand, des Landmannes Arbeit ist hart. Burschen und Mädchen, jung und alt, hält die Heimat fest mit Gewalt. Und wenn es auf manchen zur Ferne ihn zieht, im Herzen klingt immer das heimatliche Lied. Murmelnde Bäche,